mein Lieber. Hi. Und, was sagst du? Ja, schön, dass es noch Rüsselsheimer gibt, die auch auf Mannheim mehr zugehen können. Die gibt's, die gibt's. Super. So, unterwegs auf der Grenzfahrt, Grenzgang. Ja, wie in der großen Politik arbeiten wir dran, Grenzen abzubauen. So ist es, das ist der richtige Weg. Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer. Liebe Raunheimerinnen und liebe Raunheimer. David Rendl als Stadtverordnetenvorsteher von Raunheim und meine Wenigkeit als Stadtverordnetenvorsteher von Rüsselsheim stehen hier vor dem Schild des Zentralklärwerks Abwasserverband Rüsselsheim-Raunheim. Und dafür gibt es einen Grund. Wir zwei auf unserer Ebene arbeiten gerne und gut politisch zusammen, aber nicht nur reine Theorie und gute Worte, es gibt auch gute Ideen, die wir gut finden und die müssen aber ein bisschen erläutert werden. David, du kannst es erklären. Was ist ja die Idee? Ich finde es sehr schön, dass wir Frohen Leichnam genutzt haben und eine kleine Fahrradtour hier rausgemacht haben. Ja, es gab ja in den letzten Wochen viel Aufsehen in Raunheim und auch darüber hinaus über unsere Idee, Abwärme von Rechenzentren zur Nahwärmeversorgung zu nutzen. Und ich habe mich im Nachgang gefragt, warum müssen wir an der Gemarkungsgrenze Halt machen? Hier gibt es ein Grundstück, das wäre wie geeignet dafür, hier auch ein Rechenzentrum zu errichten und die Nahwärme zu nutzen. Und weil wir ja schon einen Kilometer weiter ein Rechenzentrum haben, mit dem wir den Teil von Raunheim bedienen, könnte man mit der Abwärme, die dieses Rechenzentrum abwirft, Rüsselsheim bedienen. Ich finde eine super Idee. Daran muss man arbeiten, da muss man noch drüber diskutieren, keine Frage. Aber wir haben jetzt mal so ein Steinchen in den Deich geworfen. Es sind auch andere, die da mitdiskutieren. Aber ich denke, das wäre doch eine gute Form von Zusammenarbeit. Ja? Absolut. Und da arbeiten wir weiter dran. Genau. Ja? Ja, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs und wir danken vor allem Achim Weidner, der uns hier technisch unterstützt. Danke, Achim.